Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und ich muss es gleich vorneweg erstmal zeigen. Ich habe hier wieder offscreen ein bisschen Terraforming betrieben. Man sieht es auch, vor allem hier oben. Denn hier kommt unser Haupthaus hin, später mal. Hier führen dann natürlich Wege nach unten zum Pier. Der wird noch vergrößert vom Feinsten. Irgendwann kommt hier noch eine Tierzucht hin, also Schweine, Rehzucht, was auch immer, oder Wolfszucht. Eine Baumfarm kommt hier hin und. Und wo wir gerade wegen Bäumen reden und dabei sind, ich war im Dunkelwald und zwar hier hinten. Da habe ich was gefunden, da gehen wir dann auch gleich hin. Ich bin hier ein bisschen rumgerannt, hier habe ich im Dunkelwald den Altar für den nächsten Boss gefunden, noch eine Zwei-Troll-Höhle, noch ein Dungeon und das kann man löschen, da war ja der Todespunkt. Den kann ich nicht löschen, schade. Keine Ahnung, was das war. Ich habe mitbekommen, dass es im Dunkelwald nicht nur Tannen, sondern auch Kiefern gibt, aus dem man Kernholz bekommt. So, das nehme ich auch gleich mal ins Inventar, genauso wie ein Stapel Steine. Jetzt muss ich gucken, irgendwas brauchte ich nämlich. Ich habe nämlich sehr viel neues Zeug dadurch freigeschalten. Als erstes habe ich hier eine Holzpfeil 4 Meter, 2 Meter und hier Rundholzbalken 4 und 2 Meter. Ich habe Banner freigeschalten aus dem Eichenholz oder was das ist. Eine Edelholz. Hier genauso alles aus Edelholz. Aber zu dem Holz kommen wir gleich. Und wir haben hier neue Sachen. Wir haben hier einen Edelholzbogen. Wir haben hier, wo war es denn? Hier unten einen Hörsprecher. Einen Humpen haben wir freigeschalten. Wir haben ordentlich was frei gespielt damit. Also ich. Dieses Holz habe ich bekommen, indem ich, wo war's? Hier unten lang bin und da habe ich ein gestrandetes Wikingerschiff gefunden. Das habe ich abgebaut. Oh, ich bin zu schwer. Und da kam das Edelholz raus. Und ich würde sagen, wir bauen uns gleich erstmal ein bisschen was. Denn der Bogen soll wohl weitaus besser sein als der, den ich jetzt habe. Und natürlich werden wir den dann auch gleich nutzen. Die Knochen packen wir vorsichtshalber ein. Und das da brauchen wir. So, mein Gewicht ist, ja, ich bin sehr schwer. Aber bis hierhin hat es gereicht. Wir machen als erstes den Hammer schon, den Bogen hier. Der soll wohl auch in dem Punkt gut sein. Wo ist er denn? Hier, der hier oben im Nummernslot 4. Ich muss ja etwas über die Tiere zielen, was mit dem wohl nicht mehr der Fall ist. Mit dem kann ich wohl direkt auf die Tiere zielen und die Pfeile fliegen wohl auch dahin. So, jetzt gucken wir uns mal. Haltbarkeit 100, Hauen 20, 7 bis 13. Der Speer macht, wo ist er da? 20, 9 bis 15. Okay, der ist ja auch schon aufgewertet. Man muss davon ausgehen. Wir stellen uns das Gerät einfach mal her, just for fun, weil ich Lust drauf habe. Noch irgendwas? Nee, wir tun auch gleich mal gucken. Den können wir sogar upgraden. Alter, 10 Knochen, ernsthaft? Ach komm, scheiß drauf. Und schon macht der 9 bis 17 und das macht 14 bis 23 Stechwert. Stechen 2 bis 3, hauen. Ach so, stimmt, mit dem muss ich ja hauen. Den werten wir uns gleich nochmal auf. Und was brauchen wir jetzt zum Aufwerten? Ja gut, das Edelholz haben wir nicht mehr. Und hier brauchen wir, okay, da muss die Werkbank Stufe 4 sein.
Ja gut. Das haben wir aktuell nicht. Ich würde aber sagen, wir nehmen diese zwei Waffen trotzdem mit dahin, wo ich jetzt gleich hingehen möchte. Genau. Und zwar, ich brauche auf jeden Fall... Oh, haben wir es hier, Lagerfeuer. 2 Holz und 5 Stein braucht man dafür. Das sind 10, da brauche ich ungefähr noch 10 Holz. Dann hätten wir 10 Lagerfeuer. Kurz was futtern. Das wären 10 Lagerfeuergewicht. Ja gut, wir lassen sowieso ein Teil hier. Und zwar das lassen wir hier. Die nehmen wir vorsichtshalber mit. Den lassen wir hier. Da machen wir das hin. Das kommt aber dann da rein, bitte. Und wir werden uns mal, ja, zu einem Dungeon begeben. Pfeile habe ich noch 81, sehr nice. Und zwar gehen wir in dieses Dungeon. Das Edelholz, was ihr gesehen habt, das habe ich ja von dem Wikinger-Schiff bekommen, was ich gefunden und auseinandergenommen habe. Dieses Holz bekommt man hier aus der, was ist das, eine Birke? Kann ich euch ja zeigen, die ist zu stabil. Da brauche ich auch eine andere Axt. Und ja, dazu brauche ich halt die Schmelze und ja. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der zieht trotzdem nach unten. Scheiße. Der zieht trotzdem nach unten. Aber ist auf jeden Fall besser als der andere Bogen jetzt. Und wir werden auch bei dem bleiben, den weiter aufwerten und. Natürlich nicht vergessen, Lederschnipsel, Rehhaut, wird alles mitgenommen. Das braucht man nämlich noch. Genau, für die Birken brauche ich eine Axt. Dazu muss ich den Schmelzofen freischalten. Und was war noch? Irgendwas musste ich noch freischalten. Ich glaube, den Tagebau, also Bergbau. Dann gibt es auch wieder neue Sachen, die man bauen und herstellen kann. Ich hoffe mal, dass man dann auch aus Stein bauen kann. Weil das wäre richtig nice. Und laufe ich jetzt richtig? Nee, natürlich nicht. Schild habe ich, das habe ich. Genau, wir wollten uns mal den Hammer... Alter, was ist denn das? Ja gut. Mit dem werden wir noch sehr viel Spaß haben. Geil! Das da unten muss das Dungeon gewesen sein. Ja. Da wir auch wieder Knochen brauchen, gehen wir dort direkt in dieses Dungeon, denn ich weiß schon, dass es ein Skelett-Dungeon ist. Weil davor schon Skelette gespawnt sind. Und dann kam der liebe gute Rabe an und hat mir das gesagt. Aber vorerst rüste ich den Speer aus. Denn wir wollen mal sehen, wie es da drin aussieht. Kurz ein bisschen Ausdauer-Raggen. So, dann gehen wir mal rein. Ich habe mal wieder so einen wunderschönen Pilz. Huh. Ja. Nice. Wir setzen uns da erstmal ein Feuer, dass es hier drin hell ist. Wow. Okay.
Ah, wo kommst du denn her? Ganz ehrlich, ich will den jetzt testen. Hahaha, geil! Ja, Speichervorgang war klar. Alter, mit dem Hammer rasiere ich aber hier drinne. Da ist eine Kiste. Nehme alles mit. Kann ich die Schilder auch mitnehmen? Nee, schade. Haha, geil. Der Hammer fetzt. Oh, Rubin. Holy. Kann ich hier durchbauen? Nee, schade. So, ich gehe jetzt erstmal wieder auf den Speer. So, dann gucken wir mal hier hinten nach. Da ist eine Tür. Da gehen wir natürlich noch nicht durch. Wir gehen erstmal die Gänge ab, die offen sind. Okay. Ich muss hier durch. Da gibt's Knochen, die nehme ich immer mit. Hallo? So, nochmal, so, nochmal, so. Da ist eine Rune. Alter, spawnt ihr hier oder was? Hallo? Okay. Die Spawnorte. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich würde da drinnen gerne ein Feuer bauen, wenn das geht. Mal gucken. E und 7. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Geht das zufälligerweise? Oh ja. Okay. Hammer, ihr kommt nämlich nicht durchs Feuer. Hehe. Wenn das jetzt kaputt geht, ist auch nicht so schlimm. Wir müssen das eh abbauen. Was ist das hier? Münzen. Okay. Alter. Verweiser. Wegweiser der Uralten. Ah ja, hier. Das, was ich da markiert habe. Cool. Was ist das? Ja, wir haben's. Wir haben die Schmelze. Wir können die Schmelze bauen. Geil. Da hinten war nicht sowas. Schade. Ganz kurz hier. Was, wo dann? Was habe ich da jetzt so gekriegt? Surtling-Kern. Eine innere Hitze geht von dem Kern aus. Okay. Alter. Hier geht's nicht weiter. Okay.
Aber die Erde bebt leicht. Okay, hier drinnen waren wir. Ja, ich krieg hier drinnen Rauchschaden, also scheiße. Ich sehe schon hier hinten. Ne. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier und alle down. Eins und drei. Ich habe das ja alles umbelegt hier. Haben wir wieder Rubine. Nice. Geil, geil. Ich muss das Feuer da mal wegmachen. Sonst verrecke ich hier drinnen vielleicht noch. Auch wenn es jetzt... Moment, wir machen das so und so. Hier ist zu, hier ist gar nichts mehr. Hä? Wie jetzt? Ich gehe mal ein bisschen mit der Maus ran. Ich würde gerne die Schilder mitnehmen. Hey, das war's schon? Was ist denn das für ein kleines Dungeon gewesen? Hier geht's halt auch nicht weiter. Ja, hier ist das Feuer wieder drinne. Die Schwerter kann ich nicht mitnehmen. Das haben wir gemacht. Und das Schild. Aber der komische Weg da nach unten, da ging's da auch nicht weiter. Oder habe ich da was übersehen? Nee, aber ich höre noch Skelette. Ich höre noch Skelette. Wo könnten die sich versteckt haben? Oder sind die jetzt draußen gespawnt? Das wäre ja mal was. Nö, hier geht's nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wir haben das Dungeon geklärt. Wir gehen wieder raus. Du fängst an zu frieren. Haha. Okay, das haben wir. Ich würde sagen, wir bauen hier noch ganz kurz ein Feuer hin. Das ist sogar überdacht. Nice, da wissen wir, das haben wir geklärt. Dann machen wir den Punkt weg. Und wir begeben uns nochmal ganz schnell nach Hause. Ich will wissen, was ich jetzt alles neu craften kann. Oder sehe ich das im Hammer? Was ist das? Ein Portal. Alles klar. Ein Wächterstein. Ja, Schmelzofen. Kohlenmeiler. Alter, ich muss noch mehr Dungeons machen. Ich brauche für das Ding schon 5 von diesen Steinen. Hier brauche ich 5. Was? Oh, geil. Nice. Ich weiß, Dungeon, Dungeon, Dungeon. Dort ist nochmal eins. Das kann ich wegmachen. Das ist nämlich hier der Dungeon. Was heißt Dungeon? Der Beschwörungsaltar. Boah, geil. Ich würde jetzt sogar sagen, ich gehe noch in das rein. Aber ich will erst den Loot nach Hause bringen. Nicht, dass ich dann sterbe und der ist weg. Also, muss ja nicht sein. Und Musik kann ruhig gerne wieder angehen. Ach komm, lass mich doch. Ah, jetzt kommt die Musik. Sehr schön. Derzeit, wie ich renne, trinke ich kurz einen Schluck Kaffee. So.
müssten wir ja auch gleich wieder zu Hause sein. Also mit dem, was ich jetzt freigespielt habe, lässt sich doch bei uns eine richtig geile Base aufbauen. Da lang. Also, ja. Da kann ich meiner Kreativität wieder freien Lauf lassen. Ob ich das natürlich in irgendeinem Video baue oder ob ich das offscreen baue, das weiß ich noch nicht. Das könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Und apropos, wie sehen meine Stats aus? Holzhacken. Und Rennen ist das höchste. Ne, hier, Speer ist das mit dem meisten. Alles klar. Ja. Muss man dazu irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Hey Vogel. Gib mal deine Federn. Dankeschön. Boah, ich will unbedingt noch so eine richtig schöne Kampfaxt haben hier im Game. So, das Reparieren kostet mich ja nichts. Wir haben 20 Knochen. Können wir... Nee, schade. Wie viel haben wir von denen? 10. Ich brauche aber 20... für die komplette Trollrüstung. Was machen wir da jetzt? Steine und Holz wird behalten, ne? Die Pilze kommen da rein. Das kommt hier rein. Das ist nämlich Erz. Das brauchen wir zum Craften. Nein. Da. Die Münzen kommen hier rein. Das Bernstein da rein. Die Pflanze da rein. Warum stackt er die Pfeile nicht? Was soll das? Ich brauche noch ein bisschen Holz. Das hole ich mir jetzt aber von hier draußen, ne? So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge besuchen wir das nächste Dungeon. Weil wir brauchen noch mehr von diesen rotglühenden Steinen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Vor allem der Daumen nach oben, der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.